Was halten Sie für die Ursache des Dotanz? Es war sehr prägnant für mein Leben, hat mein Leben sehr bestimmt, weil man ja bestimmte Sachen einfach nicht machen kann, die ein Normalsprechender so ganz normal macht eben. Also als Frank kam, waren deutliche Blockaden sichtbar, hörbar, ganz viele Verspannungen im Gesichtsbereich, im Mundbereich und ja, heute ist das weg. Ich bin sehr zufrieden, doch ja, also rundherum zufrieden. Habt ihr Ideen, vielleicht auch, die relativ alltagsrelevant für euch sind? So schon nach einem bestimmten Spiel halt, dann kann ich ja da nachfragen. Mhm. Ja, genau, zum Beispiel. Wo würdest du da hingehen? Nein, Müller oder... Auch überhaupt ein schöner Anlass, um etwas zu fragen, wie du schon sagst, ne? Sehenswürdigkeiten. K oder T. Mhm, okay. Die dann auch echt wichtig ist. Also das ist jetzt präsent, du stellst dich am besten genau. Ja, Objekten fragen, also konkretisier das dann halt. Ne? Also dass du wirklich beeindruckend bist. Ganz anderes. Mhm. Ja, zur Zeit bekommen und wir Therapeuten kommen immer im Wechsel. Okay, los geht's. Okay. Vielen Dank. Los, bitte. Guten Tag, darf ich Sie vielleicht kurz etwas fragen? Haben Sie im Moment Zeit? Wenn es nicht zu lang beruflich mit Stotternden zu tun hätten, würden Sie es als eine problematische Behinderung einstufen? Kommt immer darauf an, in welcher Branche und in welcher Weise ich mit demjenigen zu tun habe, würde ich mal sagen. Fragen, haben Sie damit irgendwelche Erfahrungen schon mal gemacht? Im persönlichen Umfeld vielleicht? Zusammenlebt, der plötzlich gar nichts mehr sagen kann. Warum? Wir haben ein Rollenspiel durchgeführt, beziehungsweise die beiden haben ein Rollenspiel durchgeführt, um sich die Situation, die heute im Stadttransfer stattfinden soll, so gut wie möglich reinzudenken, reinzufühlen und schon mal zu gucken, zu trainieren, was könnte grob die Vorstellung sein, wie könnte ich dieses Gespräch führen und umso mehr Vorbereitung stattfindet, umso besser kann man sich dann eben auch auf das Wie konzentrieren, was für uns halt hier auch wirklich wichtig ist. Es geht. Bitte schön. So, es geht jetzt ums Telefonieren. Wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen? Ja, soweit fertig. Mhm. Der Beginn von euch? Fange ich an. Mhm. Bitte schön. Es geht jetzt ums Telefonieren. Seid ihr mit euren Vorbereitungen? Sound in Kassel, das ist ein Laden für Musikinstrumente. Mhm. Was möchtest du fragen? Ich möchte fragen, ob sie eine Blasinstrumentenabteilung haben und eventuell, wenn es sich noch ergibt. Bitte schön. Okay, dann können wir starten. Probier mal. Okay, mal schauen, ob jemand rangeht. Mhm. Ich wollte mal fragen, ob sie auch Blasinstrumente verkaufen. Haben Sie gar nicht. Dankeschön. Andere Frage. Haben Sie auch eine Gitarrenwerkstatt? Okay. Wie hast du dich gefühlt? Relativ gut. Mhm. Ein bisschen zu schnell habe ich mich gefühlt. Mhm. Aber sonst eigentlich war ich auch flüssig. Also ich denke, habe auch ganz gut die Einsätze bringen können. Und genau, du hast auf das Tempo achten wollen. Wie fandest du das Tempo? Ja, ich meine, sehr flott fand ich. Mhm.
Ja, ging mir auch so. Also man hat das richtig merken können. Am Anfang hast du das sehr schön gemacht und sehr organisiert und auch dich gut vom Tempo halten können. Und irgendwann bist du so ein bisschen aus der Bahn geglitten quasi. Also da. Auf Wiedersehen. Mhm. Yes. Als du nach einem bestimmten Instrument gefragt hast, dass du da ein bisschen Emotionalität reingelegt hast. Ja, schönen guten Tag. Hier spricht Frank Deutschmann. Ich wollte mal fragen, ob Sie auch Blasen haben Sie nicht. Dann habe ich noch mal eine zweite Frage. Und zwar, haben Sie eine Gitarrenwerkstatt? Okay. Denn jetzt mit dir? Ich war ziemlich zufrieden, weil es eben alles flüssig gelaufen ist, was ja immer das Hauptziel ist zunächst mal. Nur eben, ich war nicht ganz so langsam, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Das ist mein Grundproblem, dass ich immer etwas zu schnell werde. Wenn man zu schnell wird, kann man nicht mehr kontrolliert sprechen, was für mich sehr wichtig ist. Was ist denn? Sich vorzustellen, also den eigenen Namen zu sagen, ist die erste Hürde für mich am Telefon eigentlich. Eigentlich die schwierigste Hürde, weil man da auch nicht ausweichen kann. Das heißt, da muss man ja seinen Namen sagen und wenn das gerade was Schwieriges ist für mich selber, dann wird es eben problematisch. Hast du denn... Gut hat er das gemacht. Wir machen es ja grundsätzlich so, dass wir Telefonate vorbereiten, also kurz besprechen, worauf sollen wir als Zuhörer achten, worauf möchte der jeweilige Klient achten und dann das Telefonat selbst stattfindet und dann halt auch so eine Nachbereitung stattfindet. Also es gibt Leute, die sagen, mir bereitet das Telefonieren gar nicht so die größten Schwierigkeiten und es gibt durchaus eben welche, die sagen, ja, also gerade beim Namennennung, bei der Namennennung ist es sehr schwierig oder auch ich kann die andere Person nicht sehen, ich kann nicht sehen, wie sie reagiert, wie sie auf mich reagiert und dass das eventuell für Unsicherheit sorgen kann, muss aber nicht. Okay, jetzt darfst du anrufen. Wo möchtest du anrufen? Ich möchte gerne in einem Hotel in Oberstdorf anrufen, um für unsere Familie nach einem spontanen Urlaub zu fragen. Mhm. Ja, Urek hier, guten Tag. Ich möchte mich gerne informieren, um mit meiner Familie jetzt noch in der Ferienzeit einen spontanen Urlaub zu organisieren. Und ja, uns ist Ihr Hotel empfohlen worden. Wir sind allerdings mit zwei sehr kleinen Kindern unterwegs. Wir würden gerne eine Woche bleiben. Wenn ich Sie dann nochmal anrufen würde, wäre es heute Abend so gegen 7 Uhr recht? Ja? espere.net. Ja? Ich habe mich sehr stark auf den Inhalt des Gespräches konzentriert und habe dabei ein wenig die Kontrolle über die Sprechtechnik verloren. Also du hast sehr gut angefangen, finde ich. Auch sehr schön weich mit Sprechruhe. Auch die Sprech... Okay, super. Alles klar. Gut. Also ich fand mich eigentlich so von der Sprechruhe her ganz gut. Hat relativ gut geklappt. Ich bin dann allerdings inhaltlich sehr stark eingebunden worden und da wird es dann schwieriger, wirklich noch die ganze Zeit voll konzentriert auf die Sprechtechnik zu achten. Schwierigsten. Also telefonieren ist für mich auch beruflich schon ein gewisses Problem manchmal, wenn ich bestimmte Satzkonstellationen sagen muss. Mit Namen melden, manchmal auch ein Problem. Vor dem Intensivkurs war es für mich ganz besonders schwierig. Ja, Vorträge halten vor vielen Leuten insbesondere geht auch anderen so. Mit hohen Nervositätsschwellen verbunden ist für mich auch ganz schwierig. Ja, ich würde sagen, muss daran denken, ich stottere seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und es hat sich über 37 Jahre eingeschliffen. Dafür, dass mein Intensivkurs erst 5 Monate her ist,
finde ich, hat sich sehr viel getan. Ja, es klappt nicht immer. Ich habe nervöse Phasen, ich habe Stressphasen. Und dann hören wir die Aufnahmen ab. Bis gleich.